Eine Woche USA, etwa je zur Hälfte in Philadelphia und in Miami. Das mag nach Urlaub klingen, ist aber keiner. Zumindest nicht für die Teilnehmer der Audi Summer Tour 2018 des FC Bayern München. Allein 9 Trainingseinheiten sind neben den beiden Spielen gegen Juventus Turin und Manchester City geplant. Die erste davon gleich am ersten Tag. Nach circa 12-stündiger Anreise und etwa 3 Stunden Zeit zur kurzen Erholung und Stärkung im Hotel. Eine zweite dann am Dienstagvormittag. Jeweils mehr oder weniger volle Einheiten auf dem Platz des Lincoln Financial Fields, dem Stadion des Super Bowl Champions Philadelphia Eagles. Mit dabei natürlich auch Rückkehrer und Kunsttorschütze vom Samstag, Renato Sanchez. Já tinha treinado. Num dia antes do jogo, treinos de bolas paradas e sempre gostei de bater as bolas paradas e foi um momento de inspiração. Peguei na bola, sabia muito bem o que ia fazer e fiquei contente por ter marcado aquele gol. Espero que seja o primeiro de muitos com a camisola do Bayern de Munique. Pressekonferenzen gehören ebenso zum täglichen Geschäft der Bayern-Profis auf der Audi Summer Tour 2018 wie Medien- oder Marketingtermine. Zum Beispiel das Treffen der Bayern-Profis Franck Ribéry und David Alaba mit den NFL-Stars der Philadelphia Eagles, Corey Clement und Jake Elliott, ebenfalls noch am Anreisetag. Ein mehr als interessanter Vergleich der ähnlichen und doch so unterschiedlichen Sportarten Fußball und American Football. Die Entstehung der USA hautnah dort erleben, wo sie vor knapp 250 Jahren tatsächlich geschehen ist. Das konnten Präsidium und Vorstand des FC Bayern München sowie die Legenden Lothar Matthäus und Martin de Michelis. Wahnsinnig interessant und auch amüsant, den berühmten 4th of July, die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika direkt am Ort des Geschehens aus der Sicht eines einheimischen Historikers lebhaft interpretiert zu bekommen. Mit dem Symbol für das alles, der Liberty Bell, direkt vor Augen.